Das macht die absichtlich. Die hat das mitbekommen, dass ich das nicht leiden kann, was sie für Geräusche machen. So, nehmen wir gleich noch ein bisschen Eisen mit. Und gleich knallt es hier bestimmt. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Oh, Kuh, hör auf. Allein das ist es schon wert, sich runterzugraben, um diesem Schnauben zu entkommen. Oh oh. Das ist nicht gut. Das mag ich ja gar nicht, wenn es von zwei Seiten offen ist, dass man dann nicht genau sieht. Gleich bist du Steak, du. Ja, schlecht ohne Kohle, ne? Ich glaube, das hat noch keiner geschafft, Fackeln ohne Kohle zu bauen. Ach, es ist eigentlich, ist es egal. Mensch, das kann doch nicht angehen. Ich weiß nicht. Nun hatte ich mich letzt darüber so aufgeregt, dass überall Kohle ist. Doch da ist welche. Gut. Und jetzt hätten wir keine bekommen. Das wäre ja wohl. Und dann noch diese Kuhgeräusche. Mann, die Kühe gehen mir auf den Keks. So. Machen wir es erstmal hier ein bisschen hell. Oh. Okay. Na. So was Großes wollte ich jetzt aber auch nicht haben. Fühlt sich auch noch so nackig, wenn man da ist. Weg. Die Kuh trampelt hier auch noch rum. Schon schlimm genug. Oh Mann, du blöde Kuh, ey. Ach, die will mir jetzt hier nur die Nase zeigen und sagen, wenn du hier lang gegangen wärst, wär schneller gewesen. Super. Auch noch eine Besserwisser-Kuh. Ah, Zombie. Oder ist es die Kuh? Noch irgendwelche anderen komischen Geräusche hier auf dem Ohr. Aber gut. Da ist er ja. Die kleine blaue Hose. Hey. Hab dich. Gut, den nehmen wir uns auch eben noch mit. Dafür haben wir nämlich sonst viel zu wenig. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen, ne? Weil das, man fühlt sich, wie gesagt, ziemlich nackig ohne Rüstung. Hier in Minecraft. Im wahren Leben natürlich auch. Also wenn ich da nicht meine Rüstung anhabe, dann gehe ich gar nicht erst unter die Leute. Und die Kuh ist hier immer noch irgendwo. Doch, na toll, mein Freund, ey. Geh weg, du Scheißteil. Hau ab.
Na, gehen wir erstmal hier oben. Hier haben wir auch ein bisschen Eisen. Und die ist schon wieder so aufgebaut, dass einem gleich was auf den Kopf fallen kann. Das ist ja super. Ach, wer liebt das nicht? Wahrscheinlich fällt mir gleich eher die Kuh auf den Kopf. Nee. Gut. Achso, hier sind wir wieder. Sehr schön. Eisen. Können wir uns auch vielleicht gleich mal ein anderes Schwert machen und andere Spitzhacke vor allen Dingen. Das ist ein Skelett. Was ist das andere? Sind das die, die hier rumlaufen oder sowas? An der Oberfläche? Das klingt ja merkwürdig. Also was sie sich bei den Geräuschen gedacht haben, muss ich nicht verstehen. Ja, okay, das ist an der Oberfläche. Jetzt verbrennt gerade wieder ein Skelett. Nichts Besonderes halt. Es brennt halt ein Skelett da oben. Keine besonderen Vorkommnisse. Da. Enderman. Da ist sonst nichts. Ist, glaube ich. Creeper. Die Höhlen mag ich nicht mehr. Also früher habe ich mich da immer so gefreut, wenn ich mal eine große Höhle gefunden habe. Das war ja wirklich was Seltenes. Inzwischen sind sie viel zu groß und so verzweigt, dass das schon fast keinen Spaß mehr macht, daran rumzulaufen. Ich meine, natürlich gibt es heutzutage so viele Mods, die auch einem dabei helfen können, aber. Ach, früher war es schöner. Ja, früher war vieles viel schöner. Da war alles besser. Wir hatten ja nichts, aber es war alles besser. Was das? Yo, ouch. Oh, was mache ich da eigentlich? Ich spiele zu viel Terraria und zu wenig Minecraft. La 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 la. Wow. Und wer rennt da oben lang? Eine Kuh kann es ja nicht sein. Die machen ja ganz andere Geräusche. Dieses dumpfe Dumm. Dumm. Hier rennt also noch irgendwas anderes rum. Seid gewarnt. Okay, das reicht mir jetzt erstmal, weil da unten in dieses blöde. Oh, das ist schon wieder die Kuh. Ah, die Kuh nervt.